In letzter Zeit kriege ich immer wieder die Frage, warum ich Jagdkit, dieses Messer, nicht mehr im Shop habe. Ich kriege da doch sehr viele Anrufe und wenn die interessiert, warum ich es nicht mehr im Shop habe, dann bleibt dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survival Shop Problemskunst Jagdkit. Schön, dass du dabei bist, vielleicht interessiert dich das Thema. Ich hatte es im Shop und ich habe ja auch selbst ein Jagdkit. Und ich habe es aber wieder rausgenommen aus dem Shop aufgrund eines Problems und über das muss ich ganz einfach sprechen. Ich will nicht Jagdkit grundsätzlich schlecht machen, gell? Also wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und sagst, boah, du bist so gemein und du magst den Jagdkit-Bashing. Nein, überhaupt nicht. Sind sehr gute Messer. Ich bin mit meinem, das ich bekommen habe, wie gesagt, sehr zufrieden. Es ist sehr scharf, es ist ein balliger Anschliff, es ist so ähnlich wie Fellniven. Ja, gibt es in unterschiedlichen Ausführungen hier und es mag sein, dass das Problem, das ich jetzt gleich mit dir anspreche, nämlich das Griffmaterial, behoben wird, aber ich habe mir ganz einfach gesagt, nein, das sollen andere tun. Und wenn es jemanden gibt, der dieses Jagdkit gut findet und es gibt ja auch einige, die es noch verkaufen, dann soll mir das recht sein und es ist alles gut. Aber ich will mir eine Sache nicht mehr als Händler jetzt sozusagen antun. Und zwar, das ist das hier. Jetzt kaufen das Jäger ein Jagdkit, ja, es wird ja auch propagiert. Und dann passiert mit der Zeit das hier, das ist jetzt mein privates, ja. Und ich habe das Messer nicht in der Keidegscheide, die mitgeliefert wird, 4 Millionen Mark macht, damit genau das hier passiert. Es ist einfach so, es ist mit der Zeit passiert und ich hatte dazu auch Reklamationen. Es ist auch okay, es passt auch. Ja. Und die Firma ist auch kooperativ und die sind auch super und alles klar und überhaupt und super und wird austauscht und ja, die sind eh super. Nur ich will mir das als Händler einfach nicht antun. Ja. Und das ist der Hintergrund. Das heißt jetzt nicht, dass dieses Messer schlecht ist. Nein, das heißt es nicht. Ich glaube nur, dass man sich aus Sicht von Jagdkit für etwas entscheiden müsste. Komme ich gleich dazu. Oder ich sage es gleich. Will man taktische Messer anbieten? Yeah. Oder will man ein Jagdmesser? Oder will man ein taktisches Jagdmesser? Dann muss man anderes Griffmaterial nehmen, nicht dieses Thermoran-Geschichte. Das behaupte ich jetzt ganz einfach. Ich möchte noch was zeigen. Das hier, das ist mein allererstes Fellniven F1, das ich überhaupt bekommen habe. Ja? Mein allererstes Fellniven F1. Ja? Da ist auch die Spitze schon abgebrochen, das habe ich schon einmal bei einem anderen Video gesagt. Link gebe ich da. Das war, glaube ich, beim F1 und A1 Pro und bei diesen Geschichten. Ich liebe dieses Messer. Ich habe es dann auch noch in einer weiteren Ausführung. Ich habe es jetzt auch im 3G-Stahl, das habe ich auch gerade im Test. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass das schlecht wäre, nein. Aber schon her. Aber eins muss ich dazu sagen. Das habe ich nicht oft im Einsatz gehabt und ich habe das seit Ende 2016, sowas ungefähr, Jahres sowas, ja, vielleicht ein bisschen in 16 rein, so irgendwas ungefähr, ja, 2016. Das habe ich seit 2013, Anfang 2013 und das war permanent im Einsatz, wirklich permanent im Einsatz. Und da passiert das mit diesem Thermoran da auch ganz leicht. So, Kamera bitte scharf schalten, dass das da sich ein bisschen löst. Das ist ganz einfach so, das löst sich da auch ein bisschen auf. Da kann auch, und da, die Jäger haben mir das zurückgeschickt, weil sie sagen, da rinnt Schweiß rein, Blut, wenn sie das Wild präzerwirken, dann rinnt da das Blut rein, das kommt nicht mehr raus und sowieso. Bei dem ist es extremer. Wahrscheinlich liegt das am Material und an der Verarbeitung als beim F1, das ist auch insgesamt weicher, das kommt weicher vor, das ist viel härter, aber wie dem auch sei, ja. Und das passiert dem auch, ich habe das einige Zeit in einer Keidegscheide geführt, jetzt ist es wieder in der Zytelscheide, das heißt beim F1 passiert das nicht, das heißt jetzt nicht, dass F1 besser ist als Jagdkit, das heißt das nicht, gell, bitte, ja. Man versteht mich nicht falsch und ich sehe schon wieder einige, die mir einen bösen Kommentar schreiben und so, nein. Nur, ich behaupte jetzt eines, wenn die Jagdkitter sagen, ich habe ein Jagdmesser und ich will genau dieses Material hier und dann würde ich keine Keidegscheide mehr nehmen, weil durch das Rein und Raus mit diesem Material genau das hier passiert. Passiert bei Fellniven auch, vielleicht hat Fellniven auch aus diesem Grund hier, weil sie diese Reklamationen satt hatten, eine Zytelscheide genommen. Könnte sein, ich weiß es nicht, es wäre eine Erklärung. Oder sie sagen, ich will ein taktisches Messer, sozusagen, und dann, ich glaube mittlerweile, dass das Thermoran, so wie es verarbeitet ist,
mit den, wenn das, wenn einem das wichtig ist, ja, nicht so kompatibel ist. Es reibt sich auch mit der Zeit an unterschiedlichen Stellen ab. Und wenn du ein Jäger bist, dem das wichtig ist, weil da das Blut reinrinnen kann, dann würde ich keine Kaidex-Scheide nehmen. Dann mache eine Lederscheide oder sonst irgendwas, weil das Thermorani liegt echt super in der Hand. Muss ich echt sagen. Also ich mag das. Manche mögen es ja überhaupt nicht, aber ich mag das extrem gerne. Also es ist bei beiden einfach fett. Sie sind beide super zum Schnitzen. Gibt es ja auch das Jagdkit in einer größeren Variante. Es ist super und ich finde dieses Jagdkit 3 auch super, weil du nämlich so eine nette Klingenlänge hast, so kurze, aber das muss, boah, jetzt werde ich erstickt da vom Rauch, boah, so, jetzt stelle ich die um, so, tut mir leid, Kameraführung vielleicht nicht ideal, aber es ist so. Aber so schaut die Welt aus, jetzt meine Alarmanlage schlägt an. Ja, ich musste jetzt dann kurz einen Cut machen, dass der Rauch, das ist einfach zu viel gewesen, alles zusammen. Also, noch einmal, Jagdkit, nicht schlecht. Grundsätzlich okay, wenn es dir um Blut geht und das Blut da reinrinnt und du ein Problem damit hast, so in der Ausführung aktuell, vielleicht verbessern die das, ein Problem mit dieser Kaidex-Scheide. Fellnierhilfen eine Option, aber wenn man da auch eine Kaidex-Scheide nimmt, passiert dasselbe. Nicht so schnell und nicht so intensiv wie bei Jagdkit, aber trotz alledem. Und ja, das ist ganz einfach der Punkt, das ist mein Senf dazu. Vielleicht ändert sich das, vielleicht wird das besser, vielleicht bin ich überkritisch, aber ich als Händler will ganz einfach diese Reklamationen nicht mehr und deswegen mache ich jetzt mal einen Stopp und ich will das jetzt ganz einfach so mal gewusst wissen, damit ich nicht das Ganze immer beantworten muss. Also brauche ich im Endeffekt auf die E-Mails auch nur den Link auf das Video schicken und sage, da habe ich es, glaube ich, eh in einer Viertelstunde bla bla erklärt. Das ist der Punkt, genau darum geht's. Das war's. Ich sage danke fürs Dabeisein. Mag dir um einen Kommentar bitten. Ja. Wie siehst du das? Hast du auch dasselbe Problem? Als Jäger zum Beispiel, als Bushcrafter, wie siehst du das? Ist dir das wurscht? Also mir zum Beispiel ist es wurscht, aber so ist ganz einfach die Sache. Hast du das Jagdkit? Was hältst du davon? Bist du auch, so wie ich, der Meinung, dass es ein gutes Messer ist? Das würde mich ganz einfach interessieren. Ein Daumen nach oben, mag ich dir auch bitten. Da geht's zum Rainer Rossmann Survival-Kanal. Da ein Abo hier auf den Kanal, wenn du magst. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Link zu den Produkten findest du unten. Dein Rainer Rossmann, bis bald. Ciao.